Die Post war da und hat 7 Kartons mit 95 Leinwänden geliefert. Genau genommen sind es keine Leinwände, sondern Holzplatten. Darauf hat man zu Zeiten Martin Luthers gemalt. Michael Apitz hat das recherchiert. Ich hatte sogar mal kurz die Idee, mir aus Wittenberg Holz zu bestellen, aber das ist unmöglich. Es gibt in Wittenberg keine, die da Bäume aus Wittenberg verarbeiten. Also Quatsch, aber die Idee, es ist immer noch mal eine Steigerung möglich in den kleinen Anspielungen, die das Kunstwerk alles in sich tragen könnte. Damit dürfte auch klar sein, warum es 95 Holzbretter sind, die das Gesamtbild ergeben. Eines für jede These, die Luther 1517 an die Schlosskirche in Wittenberg schlug, um gegen die katholische Kirche zu protestieren. Die ersten 16 Bretter sind probehalber aufgestellt und Michael Apitz wirkt ein wenig nachdenklich. Aber wenn ich das jetzt so sehe, muss ich sagen, vielleicht doch größer als ich dachte. Michael Apitz hat sich Ende der 80er Jahre einen Namen gemacht als Zeichner der Karl-Comics, kleine Knollennasengeschichten über historische Ereignisse aus dem Rheingau des 18. Jahrhunderts. Man sieht es an den ersten Kohlestrichen, das Luther-Porträt wird nicht comichaft, eher im Stile eines Lukas Cranach, Künstler und Zeitgenosse Luthers. Mehrere Entwürfe hat Apitz gebraucht, das hier die endgültige Version, die wir exklusiv erstmals zeigen dürfen, mit viel Rot. Könnte einerseits für das Herzblut stehen, mit dem Luther die Reformation vorangetrieben hat. Auf der anderen Seite hat er aber was ausgelöst, was in einer brutalen Schlachtendrama im Dreißigjährigen Krieg endete, was ganz Europa durchgemischt hat und was sehr, sehr viel Blutvergießen hervorgebracht hat. Und das möchte ich auch zeigen. Ortswechsel, die Wiesbadener Marktkirche. Michael Apitz ist mit Pfarrerin Annette Kassing verabredet. Es geht um den Standort, an dem das Bild Ende Juni aufgestellt werden soll. 4 Meter hoch, 3,585 Meter breit. Im Umfang macht das übrigens genau 1517 Zentimeter. Noch so eine Anspielung. 1517, das Jahr, in dem Luther die 95 Thesen. Sie wissen schon. Das Bild passt jedenfalls nicht überall hin, aber an die Kanzel. Dahin würde Luther passen, aus räumlichen wie inhaltlichen Gründen. Er würde dann quasi in die Mitte gucken, also hier zu Christus. Und das ist auch inhaltlich die Mitte. Das ist ja das, worauf er sich beruft. Er sagt, es geht nicht darum, irgendwie anderen Menschen nach dem Mund zu reden, sondern er hat eine Entdeckung gemacht, dass es um das Vertrauen auf Gott geht. Zurück im Atelier von Michael Apitz. Das Luther-Gesicht bekommt immer mehr Konturen. Michael Apitz war eines von nur 2 evangelischen Kindern in seiner Klasse. Kirche, Religion und Glauben waren nie ein Thema für ihn, bis er jetzt durch das Großprojekt anfing, sich selbst Fragen zu stellen. Was bin ich eigentlich als Evangelischer? Was bedeutet Reformation? Was hat Martin Luther bedeutet überhaupt? Und an was glauben wir da eigentlich? Fragen, die er noch nicht abschließend für sich beantwortet hat. Beim Malen des großen Luther-Porträts wird er dazu aber noch viel Zeit haben und vielleicht die eine oder andere Antwort finden. Das fertige Bild wird ja erst am 25. Juni in der Wiesbadener Marktkirche aufgebaut.